Ja, servus, grüß euch und herzlich willkommen auf meinen Kanal zurück, meine lieben Dieselfreunde. Ja, wir stehen immer noch am selben Fleck, wo wir abgeladen haben, meine lieben Dieselfreunde. Ja, neue Ladung dazu bekommen, hab gleich vor Ort geladen. Und ja, jetzt geht's wirklich Saison los. Also mit dem Ding fahren wir mit Sicherheit nicht. Da war ich schon schnell. Saison geht los. Schwertransport schon losgegangen. Jo, was soll ich dazu sagen? Ich fahre jetzt selber auch Schwertransport. Abfahrtskontrolle habe ich bereits gemacht. Meine lieben Dieselfreunde. Und ja, dann steigen wir mal ein. Also ich habe böse Nachrichten. Also, wir ja lustig, was ich da gestern gesehen habe. Meine lieben Dieselfreunde. Ein Radio da mal ein bisschen lauter, da versteht man nichts. Ja, auf geht's nach, weiß ich schon selber nicht mehr, Richtung Salina, da ist mal in der Richtung der Hermann Endpunkt, Grüße gehen daraus. Jo. Dann geht's einmal los. Ja. Schauen wir jetzt nochmal von außen. Ah, da fahren wir ein Stückel zurück. Eieiei. Jo. Los geht's, los die wilde Fahrt. Right. Was habt ihr nicht geladen? Schauen wir mal. 12 Tonnen Hebebühnen. Boah, das passt auch. Ich hoffe, die Soundeinstellungen passen immer noch, weil heute in Real Life nehme ich ja das Video auf, 5. April. Ich hoffe, die Soundeinstellungen passen, weil ich habe heute das Update gemacht, sprich OBS-Update und meiner Grafikkarte Update, ein Treiber-Update. Ja, und jetzt kann ich nur hoffen und beten, dass die Soundeinstellungen passen. Turn right. Ja, mit meinem Hund bin ich auch Gassi gegangen. In Rocky. Ja, Rocky. Ah, ich habe keine Hinterherbeleuchtung. Oh, wer weh. Ja, kommen wir mal zu den Kollegen. Ja, Kollegen, Geschäftspartner.
der Schnellfahrer des Jahres. In Spiegel, ich hab das genau beobachtet. Schnellfahrer des Jahres. Sehr schöne Folge, HP. Mach weiter so. Grüße gehen natürlich raus von mir. Und halt die Stoßstange sauber. Ja, HP, was ich sagen will, bei deinem Kennwort braucht es da mal ein Rundumleuchte. Wenn du schon Schwertransport fährst. Ja, Pflicht. Ja, der Hermann Endpunkt ist da auch schon dort, da wo wir jetzt hinfahren wahrscheinlich. Sehr schöne Folge, Herr Endpunkt. Mach weiter so. Grüße gehen natürlich raus von mir und halt die Stoßstange sauber. Die 60 Meilen, jetzt dürfen wir 55 fahren. Aber wir locken 66 ein. Das genügt für uns. Ja, meine lieben Dieselfreunde. Viel kann ich euch nicht berichten. Außer, dass ich da hier im Schwertransport sehr, sehr stressig bin. Weil ich möchte gerne in 2 Wochen in Urlaub gehen. Da fährt der Manfred für mich. Ja. Da fährt dann Manfred für mich. Der Disponent für mich. Der übernimmt dann meinen Kurs. Erst kurz vor Ende April werden keine Videos rauskommen. Weil ich im Urlaub bin. Mal schauen, was es geht schief und drüber. Ich weiß, ihr wollt ja nicht, dass ich nicht im Dunkel fahre, aber bei Schwertransport ist das so. Waren wir alle im Dunkeln. Das gehört uns dazu. Und vor allem, wir haben nicht viel Verkehr auf die Highways. Ja, was würde ich jetzt dazu erzählen? Also bei uns im Dallas läuft das Geschäft. Ich kann eigentlich auf mich selber stolz sein. Ich reiß wirklich was auf im Dallas. Nicht nur in Dallas, sondern auch in Houston. HP. Der möchte schon wieder einen neuen LKW, also das ist ein Wahnsinn. Kennwert wie den alten Kennwert KA100. Den will aber der HP nicht hergeben. Ich kriege dafür einen neuen. Also HP, ich darf mich auch entscheiden, weil wenn du sagst, gibst du den nicht her, dann muss ich das entscheiden.
Was für einer das weggekommen in Houston? Einerseits hat er wieder recht, der HP. Weil den. Das war ja den alten LKW, den wir für die neuen Fahrer benötigen. Das ist sehen, mit dem haben wir zuerst angefangen. Und mit dem müssen sie nämlich auch fahren. Ja. Ist leider so, muss ja jeder durch. Was bin ich jetzt links gefahren? Stay in the left lane. Der Bahn hat mir da. You turn ahead. Der Bahn hat mir da Mordstühlen. Das ist ja jetzt ist ein neues Update gekommen oder habe ich wieder was verpasst? Ja, wo ist er denn? Grüße Dirken, fahr vorbei mit deiner Dodge-Schießel da herst. Haben wir da jetzt ein neues Update bekommen? Keine Ahnung. Ja, wo sind wir denn stehen geblieben? Beim HP, genau. Dass die Fahrer das genauso sehen, wie man mit was das man anfängt. Und so fort und so weiter. Weil wir was den HP auch verstehen. Beziehungsweise bei uns im Dallas unser neuer Fahrer, oh, der macht sich ja schön. Exit right ahead. Ja, ich fahre schon rechts. Take the exit right. Ja, oh. Ja, mein Fahrer im Dallas, der macht das auch schön, der Chris. Also, der kann gleich wieder aufgehen in Houston. Gut. Aber da kommt der nochmal umfahren. Wenn man schon so meint, dass er alle drei Jahre machen will. So geht's nicht. Stay in the left lane. Ich zahle seinen Strafzettel nicht, das muss er schon selber zahlen. Stay in the left lane. Nimmt so einmal einen Strafzettel auch selber. Stay in the left lane. Und wo sind wir denn? Stay in the right lane. Ich bin eher davor. Stay in the left lane. Oh, bleibe links. Ja, ich bin ein bisschen konzentriert beim Fahren, meine lieben Sportsfreunde und Sportsfreundinnen da draußen. Und meine lieben Dieselfreunde. Eieieiei. Der Manni. Der Manfred. Der macht
es mir leichter mit der Arbeit. Soll es auch sein. Darum vertraue ich ihm meinen Truck an. Und darf Manfred mit meinem Truck fahren. Und darum habe ich gesagt, er darf nicht essen und nicht trinken in meinem Fahrzeug. Jo, meine lieben Dieselfreunde. Auch im Real Life, Wetter schön. Normalerweise bin ich ja nicht am PC, sondern eher draußen in der frischen Luft. Wenn die Sonne scheint. So. Jo. Wegen spazieren gehen bei dem schönen Wetter, je nachdem. Die waren schneller wie ihr, haha. Jo. Wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert mich. Abo ist kostenlos. Drückt die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Ich würde mich sehr freuen für jedes Abo. Komm ein Däumchen nach oben. Sorry dafür. Musste mal sein. So. Und sowieso. Ich habe mir schon gedacht, ich spiele halt wieder alles auf. Und drücke mal auf die Hörner. Na bitte nicht. Bitte nicht. Juhu. Bye, Boss. Noch eine gute Stunde. Wie gechillten Morgen, der Sonnenaufgang. Ah, wie schön. Ich liebe sowas. Auch wenn ich in Wirklichkeit ein LKW-Fahrer bin. Oh nö. Haben wir Würfel. Ja. Wir locken uns gespannte 73 Meilen ein, so dass wir rechtzeitig ankommen beim Kunden. Der Kunde weiß Bescheid. Ja, ich weiß, dass ich abbiegen muss.
Take the exit right. Ja, man muss ja mal stehen bleiben, auch. Jetzt in dem Auto höre ich ja schon wieder. Wieso fahrt ihr denn alle rechts? Eigentlich, ich darf rechts umfahren. Theoretisch. Oh, wow. Hey, 7 Dollar bezahlt. Bin schon wieder weggegangen. Gehen wir wieder 100, das kommt der Edspieße. Ah, der ist Richtung östlich unterwegs. Edspie. Kann das nicht sein. Was ist, war der Charlie, aber das konnte man nicht vorstellen. Eieiei. Ja, gut, eine halbe Stunde später. Macht sie rechts den Duscher. Dann weiß ich auch schon Bescheid, wer mir bei mir reingefahren ist. Alter. Wollte mir jetzt ein bisschen witzeln. Sonst darf ich das schon verraten. Wurscht. Gehen zwei Wanderer wandern und dann sehen uns was auf der Wiesen. Sagt da mal zu seinem Kamerad: Du, schau, da liegt Schokolade am Boden. Na, probiert's. Hat er's probiert? Oh, schmeckt noch Schokolade. Zweiter Wanderer sagt: Nee, schmeckt nach Vanille. Der andere wieder gesagt: Nee, Schokolade. Der zweite wieder: Nee, Vanille. Nimmt der Bauer daher, sagt der Bauer: Ihr wisst es aber schon, was das ist. Sagen die zwei: Nein, wieso? Ja, das ist ein Kurfladen ist. Den Witz habe ich mir bis heute noch gemerkt. Stay in the left lane. Aber das ist leider so. Wenn ich noch nie gemerkt habe, wegen meiner Schulzeit her. In Wirklichkeit. Und der ist mir einfach ein Traubling, der Witz. Jo. Aber was soll ich sagen? Bin ich froh, wenn ich die Mühle abstellen kann, mein LKW. Meine Nachtruhepause mache, falls nämlich nicht die Cops jetzt mich rausziehen. Und dann gehen wir wegen Stoff, dass wir noch wegen anhängen. Oder was sagt ihr, meine lieben Dieselfreunde? Sagt wieder der Edspie wieder zu mir: Der Meise, der Raser. In 18 Minuten sollte man beim Kunden sein. Glaube ich weniger. Keep right, exit right. Oh, schon. Ich komme. Take the exit right.
Selina, jawollo, da sind wir schon. Eieieiei, meine lieben Sportsfreunde. Ja, ich sag nur mal, wer mich noch nicht abonniert hat, abonniert's mich. Abo ist kostenlos, drückt die Glocke und verpasst nichts mehr von mir. Dann bekommt ihr eine Benachrichtigung. Wenn sie auf die Glocke drückt und mich abonniert. Das Abo ist kostenlos. So, jetzt haben wir irgendwie eine Rotphase. Aha. Tja, ich bin doch nicht blöd. Turn right. Nee, ich fahr grad weiter, Kollege. Nur Schuh. Bin ich Diesel verfahren. You turn ahead. Ich tu doch nicht Diesel verfahren. Ah, da hat es jetzt ABS ergriffen. Left turn ahead. Turn ahead, turn left. Turn left. Oh, schöner Audi A6. Yes. You have reached your destination. If only life were this easy. Sag ja nicht, ich muss. Na, sauber. Hilfe. Hilfe. Was habt denn ihr da? Ach, nochmal. Na, das ist gut. Ja, meine lieben Dieselfreunde. Weg, Foto gemacht. Ja. Wir laden jetzt noch gemeinsam ab. Wir hören uns gleich wieder. Ja, meine lieben Dieselfreunde. Ich schalte jetzt noch mal meine Mucke ab. Dann versteht es mich besser. Ja, meine lieben Dieselfreunde. Abonniert mich. Abo ist kostenlos. Däumchen nach oben geben. Kommentieren. Da würde ich mich sehr freuen. Und das gibt mir mehr auch Feedback. Und... Jo. Und ich sage trotzdem schon Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst's mal ein Abo da, Kommentar, Däumchen mehr, Träumchen. Ciao, ciao, euer Hares.